Bei Bonolux gibt es Tableware, also Tassen, Müsli-Schalen, Pasta-Bowls, Salatschalen. Genau, und natürlich Vasen. Ich bin die Mandy Berwanger und ich stelle Keramik her. Man kann bei mir auch einen Workshop buchen und dann kommt man her und hat eine gute Zeit, steckt die Hände in den Ton und ja, nimmt dann final auch was mit nach Hause. Mein Vater hieß Bondolo, Hugues Bondolo, was ich schon immer einen ganz tollen Namen fand. Als ich angefangen habe, mir Gedanken zu machen, wie soll das denn eigentlich heißen, was ich hier so produziere, hatte ich natürlich ganz viele Ideen. Und irgendwann sagte mein Mann, wieso nennst du das denn nicht eigentlich Bondolo? Und habe ich gesagt, ja. Es war einfach vom Gefühl her sofort richtig. Und dann war das eine runde Sache irgendwie, weil das, was mir mein Leben lang irgendwie so gefehlt hat, nämlich dann mein Vater, ist irgendwie dann doch wieder zu mir gekommen, so gefühlt. Also die Liebe zum Töpfern ist entstanden, indem ich einfach gemerkt habe, wie ich bei mir bin, wenn ich töpfer. Also ich habe jahrelang gedacht, ich möchte mal töpfern. Das ging bestimmt 16, 17 Jahre immer wieder mal so, ach, ich könnte das doch mal probieren. Ich glaube, ich kann das irgendwie. Und dann habe ich 2 Stunden bekommen und total verrückt, ich habe gewusst, dass es das ist. Ich ziehe meine Kraft aus so ganz einfachen Dingen wie Feedbacks von Kunden, Feedback von Freunden, von Leuten, die mir so nach 3, 4, 5 Wochen eine Nachricht schicken. Oh Mel, ich wollte nur noch mal sagen, ich trinke so gern aus meinem Kaffeebecher. Und es ist dann doch was Besonderes. Und für mich ist das halt ein Highlight. Und ich denke immer so, wow, die fühlen, was ich da reinstecke an Liebe und an Zeit. Ach, in meiner Arbeit liebe ich einfach, dass ich sein kann, dass ich meine Kreativität ausleben kann, die Bilder, die ich im Kopf habe, einfach umsetzen zu können, in meinem Tempo, mit meinem Gefühl und meiner Vision und dann das Endprodukt zu sehen, das ist einfach nur schön. Das bin ich.